Donna, hier ist ein Hase lang gelaufen. Und da! Ein Luchs hat ihn verfolgt. Es fängt an zu schneien. Wir sollten lieber nach Hause reiten. Hey! Wolf, der sich hinlegt, hast du uns erschreckt. Ja, Karin, ich suche dich schon den ganzen Tag. Es geht um Leben und Tod. Was soll dieser Medizinbeutel? Wo hast du den her? Er gehört ruhiger Wolf. Das ist doch ein Jäger von deinem Stamm. Er ist in großer Gefahr. Er ist dem Rudel zu nahe gekommen. Ich wusste, dass er als Freund gekommen war, doch die anderen Wölfe fühlten sich bedroht. Grausames Auge verfolgte ihn am hartnäckigsten, weil er einst durch einen Jäger sein Auge verloren hatte. Ruhiger Wolf sitzt in der Falle. Er wird nicht lange überleben. Dann komm! Führ mich zu ihm, Wolf, der sich hinlegt. Ich muss ihm helfen! Warte, Yakari! Zu zweit können wir doch nichts ausrichten. Wir müssen ins Dorf und die anderen um Hilfe bitten. Nein, das würde zu lange dauern. Und wenn es so weiter schneit, ist die Fährte von Wolf, der sich hinlegt, schnell weg. Kühner Blick! Hast du Yakari schon gesehen? Nein. Ich werde ihm entgegenreiten. Nimm Trockenfleisch und Decken mit. Bei dieser Kälte werdet ihr das brauchen. Ich kann spüren, wie du zitterst, Yakari. Wir halten an und du wärmst dich etwas auf. Der Schnee erstickt das Feuer. Ich schaffe es nicht. Als ich noch ein kleines Fohlen war, haben meine Brüder und ich im Winter ganz dicht zusammengekauert und uns dadurch gewärmt. Danke, kleiner Donner. Das tut gut, aber ich bin so müde. Frost oder Wolf? Was ist wohl gefährlicher? Hab keine Angst. Er ist unser Freund. Er beschützt uns. Und wenn er nun plötzlich Hunger hat? Was ist dann? Nein, ihnen folgt ja ein Wolf. Hey! Nicht eine Spur. Dieser Schnee sei verflucht. Yakari, wo bist du? Yakari! Hallo! Yakari! Oh nein. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Yakari, geh weg da! Was? Geh schnell weg von dem Wolf! Nein, Vater! Schieß nicht! Er ist mein Freund!
Hör gut zu. Ein Wolf ist ein Wolf. Er kann einfach nicht dein Freund sein. Aber gerade sein Heulen hat dich doch erst zu mir geführt. Hier, Vater, guck mal. Der Medizinbeutel von Ruhiger Wolf. Ihm ist ganz sicher etwas zugestoßen. Kleiner Donner und ich suchen nach ihm. Es ist gut, einem Freund zu Hilfe zu eilen. Doch du musst dabei auch an die Gefahren denken. Diese Kälte hätte dich töten können. Stimmt. Zum Glück hat Kleiner Donner mich gewärmt und du hast mich gefunden. Gut. Du ruhst dich nun aus. Und wenn die Sonne aufgeht, suchen wir Ruhiger Wolf zusammen. Der Wolf ist weg! Was sollen wir denn jetzt tun? Ich sagte es dir doch schon, Wölfe und Menschen gehören nicht zusammen. Wir werden ohne ihn auskommen. Da, seine Fährte! Na los, kleiner Donner! Nur er kann uns den Weg zeigen! Nein, warte doch, Yakari! Der Schnee ist zu tief! Oh, nein! Wir versinken! Pack das Seil! Warum sollten wir unbedingt der Spur des Wolfes folgen? Er ist doch nur ein wildes Tier. Bevor wir Freunde wurden, war Kleiner Donner ja auch wild. Bitte vertrau mir, Vater. Der Wolf ist ein guter Wolf. Die Spur verliert sich. Das verstehe ich nicht. Kein Wunder. Der Wind und die Sonne tilgen die Spuren des Wolfes. Seine Fährte endet hier, Yakari. Und wir haben nur unsere kostbare Zeit vergeudet. Ich weiß, dass du dem Wolf nicht vertraust, aber gib mir noch eine letzte Chance. Wir trennen uns und suchen einzeln. Gut, denn auch ich will Ruhiger Wolf retten. Aber finden wir ihn nicht bald, machen wir es so, wie ich es sage. Ja, das machen wir. Und vor allem, sei vorsichtig, Junge. Wolf, der sich hinlegt, ist vorausgelaufen. Aber er wusste, dass ich ihm folgen würde. Dein Vater hat völlig recht. Ich traue diesem Wolf auch nicht. Wie willst du ihn finden? Ich mache einfach das, was ich am besten kann. Mit den Tieren sprechen, ein Wolf im Schnee. Sowas fällt doch auf. Ich bin zwar stur, doch dir kann ich nichts abschlagen. Denn? Ich wollte nicht stören. Ich suche einen Wolf. Das solltest du hübsch bleiben lassen. Wenn ich einen sehe, verschwinde ich. Und das solltest du auch tun. Naja, nur sind nicht alle Wölfe böse. Die Sprüche kenne ich. Hier im Wald erzählt man sich von einem Jäger, der auch so redet. Aber ich habe ihn rennen sehen. Natürlich, weil ein Wolf hinter ihm her war. Dieser Jäger ist auch mein Freund. Weißt du, wo er sein kann? Also du hast wirklich ulkige Freunde. Geh nach Norden, zu den Bergen, dort wirst du ihn finden. Danke. Wir kommen immer weiter weg. Und wenn wir auf das Rudel treffen, wird uns Ruhiger Wolf bestimmt nicht helfen können. Ruhiger Wolf, ich bin es, Yakari! Yakari? Hörst du mich? Ja, hier bin ich, in der Höhle, hinter dem Felsen. Komm nicht näher! Wo willst du hin, kleiner Siox? Hallo. Bist du Grausames Auge? Aber wer bist du und woher weißt du meinen Namen? Lauf, kleiner Donner, hol meinen Vater, schnell! Was denn, noch ein Jäger? Aber ich hasse alle Jäger, denn sie haben mir mein Auge genommen. Nein, ich bin kein Jäger und mein Freund doch auch nicht. Bitte lass uns gehen. Lass den Jungen in Ruhe. Warum beschützt du einen Menschen? Sie jagen uns. Du irrst dich. Yakari und Ruhiger Wolf sind nicht unsere Feinde. Ich lasse nicht zu, dass du dich an ihnen rächst. Los, lauf weg! Ich kümmere mich um ihn. Ah!
Hier, ruhiger Wolf, der gehört dir. Ich bin froh, dass ich ihn dir wiedergeben kann. Danke, Yakari. Du hast mich gerettet. Aber wie hast du mich dort gefunden? Naja, man könnte sagen, ich bin der Spur des Wolfs gefolgt. Freust du dich nicht, dass du deinen Freund gerettet hast? Oh ja, natürlich. Nur mir tut auch dieser Wolf leid. Mir auch. Aber es gab keine andere Möglichkeit. Es kommt mir vor, als würde er uns grüßen. Im Grunde hattest du völlig recht, diesem Wolf da zu vertrauen. Ich verstehe nicht, wie du das anstellst, aber du hast einen guten Instinkt. Offensichtlich kannst du einen guten Wolf von einem unterscheiden.